Es ist wieder diese Zeit im Jahr. Der Osterhase kommt vorbei und verteilt die Ostereier. Die Kinder gehen raus und kaufen sich Osterschokolade. Und man verbringt eine schöne Zeit mit der Familie. Ich denke, das ist, wie man Ostern kennt. Aber wir Christen, wir feiern an diesem Tag den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist die größte Liebesgeschichte, die wir als Christen kennen. Aber was genau bedeutet das, dass Jesus für uns gestorben ist? Und wieso heißt Ostern eigentlich Ostern? Und sollten wir als Christen Ostern überhaupt feiern? Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibellesen. Nee, es ist nicht Einfach Bibellesen, sondern heute reden wir über Ostern. Wir haben jetzt Ostern, denke ich, wenn ich das Video rechtzeitig fertig gemacht habe, dann haben wir Ostern. Und mehr oder weniger feiern wir alle Ostern. Also manche nicht, manche feiern Ostern, manche feiern einfach einen Tag mit der Familie. Und wieder andere ignorieren diesen Tag und das ist ein Tag wie jeder andere. Ich möchte heute ganz kurz zusammenbringen, was Ostern für uns Christen eigentlich bedeutet. Weiterhin möchte ich darauf eingehen, woher das kommt, ganz kurz. Und deshalb auch die Frage stellen, ob wir Ostern überhaupt feiern sollten. Bevor ich anfange, vergesst doch nicht zu abonnieren und zu liken und am besten jetzt schon zu kommentieren, ob ihr Ostern feiert, ja oder nein. Denn ihr wisst sicherlich, wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert, dann weiß YouTube, hey, dieses Video ist gut, das sollten wir weiter verbreiten. Und das ist unsere Aufgabe, Gottes Wort weiter zu verbreiten, also helft mir doch dabei. Also wie schon gesagt, wir Christen feiern an Ostern nicht den Osterhasen oder sonst was, sondern wir feiern den Tod von Jesus Christus. Wieso feiern wir den Tod von Jesus Christus? Darauf komme ich gleich noch drauf. Und die Auferstehung von ihm. Der, der für unsere Sünden bezahlt hat, dafür ausgepeitscht und angespuckt wurde und ans Kreuz genagelt wurde und letztendlich gestorben ist. Er hat dafür gezahlt? Stell dir einfach vor, du hast in deinem Leben mal gelogen, um aus einer Situation rauszukommen. Boom! Jesus hat dafür gezahlt. Du wolltest unbedingt Schokolade haben und hast sie gestohlen? Boom! Jesus hat dafür gezahlt. Du warst zornig auf jemanden oder hast sogar jemanden gehasst? Boom! Jesus hat auch dafür gezahlt. Und Jesus hat so die Schuld, die du eigentlich aufgeladen hast, von dir genommen und auf seine eigenen Schultern getragen. Und ja, du hast gesündigt. Da wir nämlich alle gesündigt haben, haben wir das Recht auf die Heiligkeit, auf den Himmelreich verloren. Wir haben sozusagen eine schwarze, dreckige Weste jetzt, die wir tragen. Denn es heißt in Römer 3,23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Du kannst auch nichts mehr dafür tun, um Vergebung zu erlangen. Damals im Alten Testament lesen wir, dass sie regelmäßig opfern mussten. Sie mussten Blut vergießen, damit ihre Schuld reingewaschen wurde. Also sie mussten Blut sowie Perwoll benutzen, damit ihre Weste weiß wird. Aber das mussten sie immer und immer und immer wieder tun, denn sie haben immer und immer wieder gesündigt. Du hast jemanden ins Gesicht geschlagen, schon musst du deine Ziege, die du im Garten hast, opfern, damit diese Sünde vergeben wird. Du warst zu deinen Eltern ungehorsam? Boom! Du musst dein Lamm opfern, was du dir gerade erst hart verdient hast. Du hast... Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Man musste immer und immer wieder für unterschiedliche Sachen Opfer darbringen. Aber wie wir in Hebräer 7 auch lesen, Jesus hat dies ein für alle Male gemacht. Und was ich immer sehr cool finde an der Bibel, ist, dass es schon hunderte Jahre vorher prophezeit wurde, dass Jesus leiden wird und für unsere Schuld ans Kreuz gehen wird. Denn wir lesen in Jesaja 53, 4 bis 7. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergelegt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer.
und seinen Mund nicht auftut. Jesus trägt alles, damit wir frei sein können. Wir können, wenn wir dieses Geschenk annehmen, das Jesus uns gegeben hat, wieder eine weiße Weste bekommen und uns so das Recht auf das Himmelreich zurückholen bzw. schenken lassen. Was ist das für eine krasse Nachricht? Oder was ist das für ein großes Geschenk? Also hängt doch alles an genau dem, was erzählt wurde, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn wenn er nicht am Kreuz gestorben ist, dann ist unsere Schuld nicht vergeben. Das heißt, wir können nicht ins Himmelreich. Und genau das sagt die Bibel auch. Im 1. Korinther 15, Vers 14 heißt es, wenn Christus aber nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch unser Glaube. Und weiter heißt es im 17, ist Christus aber nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Oder in anderen Worten, dann könnt ihr auch nichts annehmen und so seid ihr auch immer noch in euren Sünden. Aber wir wissen, dass genau das passiert ist. Wir wissen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde, gestorben ist und später wieder gesichtet wurde. Und deshalb ist es ja auch so cool, dass wir diese Zeugenaussagen haben. Nicht nur von den 12 Aposteln und seinen Nachfolgern, sondern auch von außerbiblischen Quellen und Leuten, die mit Jesus erstmal gar nichts zu tun haben. Christen feiern also in dieser Zeit, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, damit wir reingewaschen werden. Im 1. Korinther 15, Vers 4 heißt es, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Also ist das nicht das größte Liebesbeweis, was jemand geben kann, ist, indem man sein Leben für jemanden anderes aufgibt. Jemand zahlt dafür, für das, was du getan hast, tust und tun wirst. Er kennt dich und weiß, was du alles getan hast, tust und tun wirst. Und trotzdem war es ihm wert, für dich zu sterben. Oder du warst es wert, dass er stirbt. Das ist die Liebesstory, die Christen an Ostern feiern. Aber wieso heißt es dann Ostern und nicht Jesus Auferstehungstag? Ich habe herausgefunden, dass in fast allen europäischen Sprachen es auch nicht Ostern heißt oder eine Art von Ostern, sondern eher die Ableitung vom Passafest haben. Also das jüdische Fest, was Jesus ja auch noch kurz vor seinem Tod gefeiert hat. Aber wir, also in Deutsch und in Englisch, heißt es ja Ostern oder Easter. Also wo kommt das her? Und da gibt es wieder die sagen, hey, wir sollen Ostern nicht feiern. Denn sie sagen, an Ostern, an diesem Tag wurde die Göttin Ostara angebetet und die steht für Fruchtbarkeit und die Eier stehen für Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Also sie haben ihre Theorien und sagen, wenn du an diesem Tag Ostern feierst oder wenn du Ostern feierst, dann betest du automatisch diese Göttin an. Und deshalb würden sie empfehlen, nein, wir Christen sollten Ostern nicht feiern. Auch wenn wir den Sinn geändert haben, weil der ursprüngliche Sinn war dämonisch, heidnisch, schlecht, deshalb sollten wir es nicht feiern. Falls es euch interessiert, googelt es gerne mal und schaut euch die unterschiedlichsten Videos an, wie Leute beschreiben, woher Ostern kommen könnte. Für mich persönlich ist an solchen Tagen wie Ostern und Weihnachten eher die Kommerzialisierung das Problem. Also dieses, Leute versuchen an diesem Tag so viel Geld wie möglich aus den Taschen zu ziehen, machen so viel Werbung, damit die Kinder unbedingt irgendwas haben wollen, da müssen die Eltern was zahlen und alle feiern diesen Tag nur, weil dafür geworben wird und nicht mehr aus einem guten Sinn wie die Familie oder halt den Tod und Auferstehung Jesu Christi. Aber auch das, egal ob du Ostern nicht feierst, weil du glaubst, dass du dann jemand anderes als Gott anbetest oder du nicht feiern möchtest, weil du kein Geld ausgeben möchtest oder nicht feierst, weil du einfach deine Familie nicht magst. Letztendlich musst du selber mit Gott ausmachen, ob Ostern ein Tag ist, den du feiern solltest. Denn wir sind selber dafür verantwortlich, was wir tun. Die Bibel spricht nirgendwo
davon, dass wir den Tod und die Auferstehung von Jesus feiern müssen. Jesus sagt, wir sollen das Abendmahl feiern. Aber er sagt nicht, mach das an Ostern oder kurz bevor ich gestorben bin, sondern mach das immer und immer wieder in meinem Gedenken. Es ist nämlich so, wie Paulus sagt in Römer 14, 5-6. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für heilig erachtet als andere, während für einen andere dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn. Denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Ich empfehle also, nicht einfach nur blind Ostern zu feiern, weil das macht ja jeder so, oder blind sagen, hey, ich habe mal jemanden gehört, der hat mal das gesagt, deshalb feiere ich es nicht, sondern ihr solltet euch selbst damit auseinandersetzen, so wie mit allem, was ihr tut. Ihr müsst eure eigene Meinung bilden und letztendlich wird der Heilige Geist euch führen. Wenn ihr es, wie Paulus hier sagt, für Gott macht, dankt Gott und Gott die Ehre gibt. Ich persönlich habe nie wirklich Ostern gefeiert wegen der Schokolade und den Ostereiern und wegen den Osterhasen und Ostereier. Da bin ich nie reingekommen, das hat mein Dad gar nicht zugelassen. Für uns war aber auch Ostern auch nicht so der Familientag unbedingt. Und deshalb war Ostern für mich auch ein Tag wie jeder andere und es ist heute auch noch so. Ich versuche tagtäglich darüber nachzudenken und mir bewusst zu machen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und dass er auferstanden ist, heißt, dass ich jetzt frei bin von meiner Schuld. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ihr müsst eure eigene Meinung bilden. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.